Ja, du wirst ja wahnsinnig. Du wirst bekloppt. Jeden Tag neue Zahlen. Im Internet. Ich komme schon gar nicht mehr mit. Am Anfang war ich völlig verwirrt, weil ich immer las, das RKI hat jetzt neue Zahlen veröffentlicht. Ja, wie? Ich dachte, wir haben noch genug. Die 1, die 2, die 3, die 4. Ja, man merkt auch, mein Humor geht langsam den Bach runter. Das hat natürlich alles mit dieser Krise zu tun. Ich gebe auch zu, ich betreibe mittlerweile Weltflucht. Ich flüchte mich aus der Welt. Eskapismus. Ich gucke irgendwelche Filme, um mich abzulenken. Outbreak, das Ding aus einer anderen Welt. Die Körperfresser kommen. Andromeda, tödlicher Staub aus dem All. Irgendwas Leichtes, dass du die schlimme Realität vergessen kannst. Und ich höre Musik den ganzen Tag und so laut ich kann. Ist mir scheißegal, wenn der Nachbar klingelt. Gestern hat er wieder geklingelt. Gut, es war schon sehr laut, denn dass der klingelt, kommt doch selten vor. Ich lebe in einem freistehenden Haus, mitten im Wald. Ja, nächster Nachbar, 3 Kilometer entfernt. Und naja, klar, ich habe noch Glück, das weiß ich auch. Leute in Mietshäusern, die haben richtig Probleme. Gerade jetzt, wo alle zu Hause sind. Ne? Das kennen die Leute, die in so einer Gewoba-Wohnung wohnen. Da kann die Gewoba auch nichts gegen tun, wenn die Leute nicht miteinander klarkommen. Durch den Lärm. Ne? Und ich weiß das. Ich habe auch mal in Mietswohnungen gewohnt. Du hast immer Stress mit den Nachbarn. Egal wie laut oder leise du hörst. Immer klingelt einer. Immer. Jeden Tag. Das ist schlimm. Ne? In Bremen nennt man das Gewobas Zeugen. Guten Tag, wir möchten mit Ihnen über Ihre Musik sprechen. Aber diese Welt ist so verrückt geworden. Ne? Alles hat sich ins Gegenteil verkehrt. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Die Welt steht quasi Kopf. Alles ist andersrum. Die Leute betteln darum, zur Arbeit gehen zu dürfen. Die Kinder betteln darum, in die Schule gehen zu dürfen. Die Bankräuber erkennst du daran, dass sie keine Maske tragen. Und in die Bank kommen und schreiben, Geld her oder ich huste. Alle politischen Lager ziehen jetzt an einem Strang. Wann gab's denn sowas mal? Gut, die Rechten natürlich nicht. Die sind nicht mit drin, die sind wieder dagegen. Die sagen ja, Corona ist gar keine Gefahr. Das reden die euch nur ein. Wem das was bringt? Den Verschwörungstheoretikern selbst. So ein Ken Jebsen oder Jürgen Elsässer, das sind in erster Linie Medienunternehmer. Die verdienen damit ihr Geld und zwar nicht so schlecht. Das sind moderne Heizdeckenverkäufer, so wie früher bei der Kaffeefahrt, die einem gesagt haben, sie haben doch bestimmt manchmal so ein Ziehen in der Schulter. Das könnte ein Herzfehler sein. Ja, da brauchen sie unsere Lama-Felddecke aus den Anden. Die ist aus 100% Schaumstoff. Aber mit der werden sie den Herzfehler los. Wissen Sie, wie viele Herzkliniken es in den Anden gibt? Keine. Merken Sie was? Und genauso machen das die Verschwörungstheoretiker, erst Angst erzeugen und dann sagen, hier, das ist die Auflösung. Die habe ich aus 100% Quatsch sicheren Quellen. Woher ich das jetzt wieder weiß, ich habe da manchmal so ein Ziehen in der Schulter.